So, weiter geht's. Wieso kommt denn die Numbat ganz vorne? Das ist Florian Kainz einfach ganz vorne. Zu 150. Asano und Anton Stach. Hier ist eine Karte zu wenig drin. Ein Glück, eine Basekarte zu wenig. Bei der fetten Box denkst du auch, das sind die 700 Karten drin. Welche meinst du? Die Elite Fatpack, oder? Avonji. Dafür waren hier 6 Karten drin. Geraldo Becker und Rutter. Dann Felix Paslak. Sava Schlager. Moderhut. Und Barkok zu 350. Ohne an deinen Geldbeutel zu denken, lohnt sich eine City. Junge, 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 Escapes. Junge, 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 Junge. Wenn du in Erling Haaland siehst, lohnt es sich auch für deinen Geldbeutel. Rosa. Nee, die Feines kommt über den Stream so rüber. Feines finde ich eigentlich genau die beste Mischung. Ein paar Basekarten, viele nummerierte. Ich finde Niklas Stark zu 50. Ich finde Feines ein super Produkt. So, dann müsste jetzt das Autogramm kommen. Union Berlin. Oh, das ist gar nicht so verkehrt. Das ist Dings. Das ist Geraldo Becker. Geraldo Becker als Base-Auto zwar, aber Geraldo Becker geht deutlich schlechter. Zumal ja Union Berlin natürlich eine super Saison spielt, oder die letzten Jahre sind ja super. Und Kalajdzic war noch drin. So, Lukas Höhler, Lenz Leveling und Köln Kastel zu 300. Im Gegensatz zu Erda, ja. Das wollte ich jetzt nicht ansprechen. Danke, Wasserkuchen. Branimir Gota. Haben wir Joachim Nielsen in Blau zu 150, Max Kruse feines Touch und grüner Timothy Schändler. So, alles an Player. Jovetic, Köln Kastils,
Und Chandler. Thomas Müller zu 2,50. Thomas Mü. Was los, Großer? Hatte meinen Namen gehört. Ich hab's doch gezeigt, Paul, Junge. Nochmal. Nochmal für dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Robin. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Es kommt auf jeden Fall kein Base-Auto. Ah, das ist Klosti. Lukas Klostermann zu 99. RB Leipzig. Jetzt ist die Frage, welcher Fan du bist, Midi. RB Leipzig, Lukas Klostermann. Erkenne ich doch sofort. Stimmt, war ein Davy Selke Kapi. Midi, ich hoffe, du bist zufrieden. Am Ende ist es ein Lukas Klostermann und ein Geraldo Becker geworden als Autogramm. Und die bunte Mischung an Numbered-Karten. Bin Rapid-Wien-Fan, danke dir sehr. Ich habe zu danken.